Hi Leute, herzlich willkommen zurück. Wir sind im 10. Kapitel unterwegs und waren gerade dabei, mit Len Louis zu suchen. Und ja, die ist scheinbar im Haus des Volkskundschaftlers gefangen oder sowas. Das hat man zumindest geträumt. Und entsprechend begeben wir uns gerade dorthin und müssen jetzt wieder durch den Puppenschrein dafür durch. Gut, hier drin kann man es den Weg scheinbar, ich sag mal, aussuchen. Ich versuch's gleich, in die Höhle da zu kommen. Oh, was ist denn hier passiert? Ach du Kacke. Und das ist sowas von der Falle. Shilagikus. Wie heißt die? Shilagiku tatsächlich. Ja, Shilagikus Tagbuch 1. Ein Tag immer mit einem weißen Chrysanthemen-Emblem. Es gehört dem Mädchen mit dem weißen Haar. Ich bin seit... Bis ich 7 Jahre alt bin, bin ich bei den Göttern. Ich bin ungeboren. Wenn ich 7 Jahre alt werde, bin ich ein Mensch. Deshalb werde ich zur Stütze, ehe ich mein 7. Lebensjahr erreiche. Lange werde ich nicht mehr leben, aber als Stütze kann ich nicht sterben. Ich werde zu einer unsterblichen Blume. Ich werde für immer existieren, nie sterben. Doch werde ich auch für mich allein sein? Nein. Und doch werde ich auch für immer allein sein? Aufheben, bitte. Treibende Frau. So, das ruft schon wieder nach Falle. Hin da! Da hinten ist wieder ein bisschen... Oh, hallo. Ich sag der Falle. Wow. Dieser Geist war eigentlich auch anstrengend, oder? Ich mache auf Typ 61. Voll anstrengend, der auszuweichen. Ja, das kann auch mit Typ 7 machen.
Ist sie tot? Nein, ist sie nicht. Jetzt aber. Schade. Nicht mehr rühren können. Egal. Durch hier. Rui. Dann sind wir durch den Puppenschrein ja doch besser durchgekommen als erwartet. Warum ist diese große Frau eigentlich so ein bisschen Psycho? Werfen Sie es doch an, oder warum? Okay. Also, er hat ja dieses Psycho-Lachen schon auf ihrem Gesicht. Aber trotzdem, warum? Oh, warum steht sie da vor allem mitten im Wald einfach? Oh, warum ist denn hier schon wieder eine Kiste? Kazuya Sakaki. Ah, unser Freund, den war das. War das Kazuya? Den war. Der mal bei uns angerufen hatte. Ja, jedes Mal dasselbe Problem mit diesem Weihwasser, das da im Regal steht. So. Ich glaube, die Tür muss erst zufallen, bevor man das nehmen kann. Ich glaube, es sind zwei. Ich habe gerade kurzzeitig zwei. Fassen wir dich erstmal an. So, wenn das schon solche Ausmaße annimmt, dann schaue ich mal, ob ich seine Kamera verbessern kann. Bin ich ins falsche Menü gegangen? Da. Das sieht auch nicht so gut aus mit den Filmen gerade. So, was haben wir denn? Definitiv. Das möchte ich vielleicht nicht. Dann nochmal das. Jetzt sind wir ja mega stark, hoffe ich. So. Können wir im Kampf dann wieder umwechseln. Den hat immer noch keiner ausgemacht. Das ist nur ein Dokument, das hier liegt.
Louis Tagebuch 5. Ich habe eins von Louis Tagebüchern gefunden. Es scheint, als sei sie doch hierher gekommen. Herr Roger hat sich schon einmal auf die Suche nach mir begeben. Er wird es sicher noch einmal tun. Ich warte auf ihn. Ich werde weiterhin auf ihn warten. Das ist alles, was ich tun kann. Das war auch eine gemeine Falle damals. Ah, nicht Kazuya-kun. Nicht Kazuya-kun. Da drin stand schon wieder die Kiste. Hey, cool. 24 Typ 14 Film. Wir sind gerettet! Für den Fall der Fälle. Die große Frau ist ganz schön groß, wenn sie da reinklicken kann. Notizen des Volkskundlers 8. Haben wir ein paar verpasst jetzt. Ich habe ein altes Notizbuch auf dem Schreibtisch gefunden. Die alten Schriftstücke, die in den Schreinen gefunden wurden, erzählen von einer großen Katastrophe. Die schattendurchtränkten schwarzen Gewässer flossen die Wasserfälle hinab und beschmutzten die Becken. Schwarzer Nebel entstand, der den ganzen Berg umhüllte. Die Sonne strahlte in trüben Scharlachrot. Die Grenzen zwischen den Welten verschwammen. Heutzutage sind die Gewässer rein und die Nebel weiß. Ob diese Katastrophe wirklich auf Tatsachen beruht oder nur als Abschreckung dient, ist nicht bekannt. Falls diese Ereignisse sich jedoch wirklich abspielten, stellt sich mir die Frage, was den Bewohnern wohl durch den Kopf ging. Bebte der Berg in einer Höhle aus schwarzen Schatten? Wirkten die Flüsse wie lange schwarze Haarsträhnen? Sahen Leute, wie das schwarze Wasser sich seinen eigenen Weg über die Pfade bahnte? Die Wahrheit bleibt ist mir ein Rätsel. Woran ich aber keinen Zweifel habe, ist die jetzige Reinheit des Wassers. Cool. Sehr cool. In der Mitte des Raumes steht eine schwarze Kiste. Dunkle Flecken führen davon weg, als wäre etwas durchgesickert. Ja, da haben wir Louis. Danke. Die muss tatsächlich erst zugehen, bevor die Aufforderung zum Aufheben erscheint. Noch mehr Typ 14 Film. 71 haben wir wieder, sehr schön. So, und das war's schon wieder für diesen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!